weiß eigentlich erst heute im Nachhinein, dass da sozusagen die zweite Phase einer schon sehr lange bestehenden Erkrankung angefangen hat. Also in dem Sinne würde ich sagen, die Erkrankung, die begann wahrscheinlich mit 14 und dann kam eben eine lange Phase, in der ich vor allem manisch war und das ist dann, ich weiß nicht, ob es im Zusammenhang damit steht, aber in dem Zeitraum etwa, in dem der berufliche Erfolg dann auch wegfiel, ist es gekippt hin zur Depression. Und ja, das geht jetzt also seit gut 16 Jahren und hat sich in diesen 16 Jahren natürlich auch entwickelt. Irgendwann nach 2 Jahren kam dann das erste Mal ein Zustand, der mich über mehrere Wochen in einer schweren Depression gehalten hat. Dann begann auch zu dem Zeitpunkt etwa die die begleitenden Albträume. Das sind vor allem Angstträume gewesen. An sehr, sehr viele Träume konnte ich mich auch überhaupt nie wirklich erinnern. Ich blieb nur am nächsten Morgen sowas wie die Erinnerung, irgendwie in der Hölle gewesen zu sein.